Der Marsch des Lebens in Polen. Die Decke des Schweigens zerbricht. Vorbehalte und Hass zwischen Polen und Deutschen verschwinden. Die Nachkommen der Nazitäter aus Deutschland sprechen den Nachfahren der Opfer die längst überfällige Bitte um Vergebung aus. Über 300 Teilnehmer, Polen, Deutsche und Israelis, Juden und Christen, laufen gemeinsam 2200 Kilometer durch Polen. Die Routenführung verbindet 6 ehemalige Todeslager so miteinander, dass sie einen symbolischen Davidstern formt. Ein gemeinsames Zeichen gegen Antisemitismus und für Israel. September 1939. Der Zweite Weltkrieg beginnt mit dem Überfall auf Polen. Angefacht durch den fanatischen Rassenhass der Nazis wurde Polen zu einem Schauplatz unaussprechlichen Leidens. Circa 6 Millionen Polen wurden von den Nazis ermordet. 3 Millionen davon waren Juden. Angefangen mit dem Kniefall Willy Brandts 1970 in Warschau, hat es Schritte und Initiativen der Versöhnung gegeben. Aber viele Wunden zwischen Polen und Deutschen sind bis heute nicht verheilt. Der Marsch des Lebens startet in Auschwitz-Birkenau. Über 50 deutsche Teilnehmer sind Nachkommen von Wehrmachts-, Polizei- und SS-Mitgliedern. Der Holocaust ist fast 70 Jahre vorbei, aber er ist immer noch in den Herzen vieler Menschen. Der Holocaust zakończył się 70 lat temu, ale cały czas jeszcze jest obecny w sercach wielu ludzi. Stehen hier direkt bei den Gaskammern. Stoimy tutaj bardzo blisko tych komór gazowych. Mein Opa hat die Leitungen gelegt für die Gaskammern. A mój dziadek też robił wszystko, co jest związane z prądem właśnie w tych komorach. Ich stehe heute hier. Dzisiaj stoję tutaj przed wami. Mit dem Bitte um Vergebung. Z prośbą o przebaczenie. Wir können es nicht ungeschehen machen. Nie możemy tego zrobić w sposób nieświadomy. Aber wir können, indem wir die Wahrheit aussprechen, Wege des Todes in Wege des Lebens verwandeln. I też nie możemy zmienić tego, co się stało, ale możemy te drogi śmierci zmienić w drogi życia. Durch Presse und Fernsehen wird die Botschaft von Versöhnung und Wiederherstellung bis nach China, Indonesien, Venezuela und Katar und so auf der ganzen Welt verbreitet. Zur Hauptsendezeit werden ausführliche Berichte im polnischen, europäischen und israelischen Fernsehen gesendet. Die Teilnehmer verteilen sich auf verschiedene Teams. 2200 Kilometer liegen vor ihnen. Wege in die Vergangenheit zu historischen Orten der Nazi-Verbrechen. Denn jedes Mal, wenn wir uns als Polen und Juden getroffen haben, da hat jemand gefehlt und das waren die Deutschen. An den Händen meiner Familie klebt viel Blut. Und ich stehe heute hier, um euch einfach um Vergebung zu bitten. Ja, stoję tutaj dzisiaj, żeby po prostu spróbować was o przebaczenie. Dass wir als Deutsche, dass meine Familie hier in Zerstörung und Tod gebracht hat. Że moja rodzina minęła tutaj w śmierci. Ich bin nicht als Deutsche. Stoję tu jako Niemka. Für Versöhnung mit den Polen. Ich stehe hier und schweige, um meine Familie zu brechen, aber genauso auch zu sagen, dass es nie wieder passieren darf.
ale również powiedzieć właśnie, że nigdy więcej to się nie może stać. Ihre Kinder umgebracht haben und ihre Familien auseinandergerissen haben. Ich chcę was prosić dzisiaj na tym miejscu o przebaczenie, tu, gdzie my zabijaliśmy wasze rodziny. Das ist meine Tochter. To jest moja córka. Und sie sprach von meinem Vater. I ona mówiła moim ojcu. Warschau. 2200 Kilometer liegen hinter den Teilnehmern. Der Davidstern schließt sich. Die Bürgermeisterin Hanna Gronkiewicz-Walz empfängt eine Delegation im Rathaus und unterstreicht die Bedeutung des Marsches. Auch die Vizesprecherin des israelischen Parlaments der Knesset, Lia Shemtov, nimmt am Marsch des Lebens teil und läuft einige Teiletappen mit. Der israelische Botschafter Zvi Rafner kommentiert in seiner Ansprache im Kulturpalast. Es gibt viele Märsche in Polen, aber dieser hier ist etwas Besonderes. Deutschland sollte stolz sein auf das, was ihr tut. Es hat eine große Bedeutung. Der Marsch des Lebens. Neue Freundschaften zwischen Polen und Deutschen entstehen. Polen, Deutsche und Israelis, Juden und Christen, Nachkommen der Täter und der Opfer setzen ein Zeichen gegen das Schweigen, das Vergessen, gegen Antisemitismus für Israel. Marsch des Lebens in Polen. Die Decke des Schweigens zerbricht. Städte und Nationen werden geheilt.